Emil von Behring, die Serumtherapie, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Zur Vertiefung verweise ich auf das folgende Kapitel 4b mit einem Exkurs über Antikörper und unsere Immunabwehr. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, bei vielen von uns Deutschen mangelt es heute an Selbstbewusstsein und positivem Selbstwert. Ich will in diesen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Herausragend begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben unglaublich viel zum Weltkulturerbe beigetragen und allen geholfen. Ich stelle über 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler und Techniker vor, mit ihrer Biografie, ihrem Werk und dessen Folgen. Ich möchte außerdem Wissen über Naturwissenschaften und Technik näher bringen. Hier ist die Übersicht über alle Persönlichkeiten und ihre Werke in alphabetischer Reihenfolge. Eine ausführliche Einleitung mit einer Bewertung auch der dunklen Seiten unserer Geschichte finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses vollständig neu überarbeitete Kapitel 4a behandelt die Biografie von Emil von Behring und die Entwicklung der Serumtherapie. Die Themen Antikörper und Immunabwehr habe ich für Interessierte im folgenden Kapitel 4b etwas vertieft. Emil von Behring, zunächst zur Biografie. Emil Adolf, seit 1901 von Behring, wurde am 15. März 1854 in Hansdorf, Kreis Rosenberg in Westpreußen geboren und starb am 31. März 1917 in Marburg an der Lahn mit 63 Jahren. Er entwickelte zusammen mit seinen Mitarbeitern als erster eine passive Impfung mit Antitoxinen, die sogenannte Serumtherapie, gegen die bis dahin tödlichen Krankheiten Diphtherie und Tetanus. Emil von Behring wurde für diese Rettung von Millionen Menschenleben mit dem ersten Nobelpreis für Medizin 1901 geehrt. Emil Adolf Behring wurde 1854 in Hansdorf in Westpreußen als Sohn des Lehrers Georg Behring, 1819 bis 1886, und seiner Frau Augustine, geborene Zech, 1828 bis 1892, als erstes von 9 Kindern geboren. Nach dem Gymnasium in Hohenstein in Ostpreußen begann er das Medizinstudium 1874 in Berlin. Weil die Familie nicht das Geld dafür hatte, trat er in die berühmte Militärärztliche Akademie Pépinière ein. Das bedeutet Pflanzschule. Und hier ist ein vielsagendes Studierzimmer der Pflänzchen an dieser Akademie zu sehen. Der preußische Staat finanzierte das Medizinstudium gegen eine achtjährige Dienstverpflichtung als Militärarzt. Nach einer Promotion über Augenkrankheiten 1878 war Emil Behring bis 1887 in der Provinz Posen als Truppenarzt tätig. Diese Funktion sensibilisierte ihn für die Schwerpunkte Hygiene und Seuchenprävention. Danach war er Assistent und später Oberarzt bei Professor Robert Koch, hier ein Bild von Koch aus dieser Zeit an der Charité und an der Medizinischen Klinik der Charité mit dem Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie. Ab 1890 begann Emil Behring zusammen mit dem japanischen Gastbakteriologen Kitasato Shibasaburo, 1853 bis 1931, der als japanischer Robert Koch in seinem Heimatland geehrt wurde, hier im Bild zu sehen. Er begann mit ihm in dem Institut von Koch die ersten grundlegenden Arbeiten an der Serumtherapie und publizierte diese. Beide isolierten Diphtheriebakterien und Tetanusbakterien in Reinkultur und identifizierten und extrahierten deren Toxine im gleichen Jahr. Diese Gifte wurden nun in niedriger
und schließlich in ansteigender Dosis den Versuchstieren gespritzt. Die Tiere starben nicht wegen der niedrigen Dosen, sondern entwickelten eine Immunität gegenüber den Krankheiten. Ihr Serum mit den darin enthaltenen Antitoxinen, heute wissen wir Antikörper, wurde vorsichtig entnommen und konnte in gereinigter Form Patienten injiziert werden. Behring und Kitasato nannten diese Behandlung Serumtherapie. Hier ein solches lebensrettendes Fläschchen im Bild. 1891 und 1892 schlugen erste Behandlungsversuche an Kindern fehl, weil die Dosis zu schwach war. Wesentliche Anteile an der Serumentwicklung für die Diphtherie hatten aber auch ab 1891 der Bakteriologe und Serologe Paul Ehrlich, 1854 bis 1915, Nobelpreis für Medizin 1908, hier im Bild, und Erich Wernicke, 1859 bis 1928. Zwischen Behring und Ehrlich gab es Konflikte um Anerkennung und um Honorare für die gemeinsame Arbeit. Es spricht manches dafür, dass Emil von Behring sich dabei egoistisch verhalten hat. Die Verdienste von Paul Ehrlich, besonders in der sogenannten Chemotherapie und Immunologie, wurden später allgemein anerkannt und 1908 mit dem Nobelpreis gewürdigt. Der Durchbruch kam ab 1894. Nach weiterer Verbesserung des Serums und Findung der richtigen Dosis. Das Mittel wurde in Berlin und anderen Städten eingesetzt und verdrängte den bis dahin erforderlichen Luftröhrenschnitt bei der Diphtherie, der gefürchtete Würgeengel der Kinder. Emil Behring hatte die Vision einer Produktion von Antitoxin im großen Stil. Ab 1892 begann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Farbwerken Höchst in Frankfurt, die ab 1894 mit anfangs 57 Pferden zur Serienproduktion von Diphtherie-Antitoxin führte. 1895 wurde Emil von Behring als Ordinarius für Hygiene in Marburg berufen und erhielt auf dem dortigen Schlossberg ein Privatlabor mit einem Stall für Versuchstiere. Hier ein Bild vor diesem Labor bei einem Kongress in Marburg 1902. 1895 kaufte Emil Behring ein Haus auf der Insel Capri, das er stolz Villa Behring taufte, hier im Bild zu sehen. Emil von Behring heiratete 1896 in Berlin Else Spinola, 1876 bis 1936. Sie war die Tochter des Juristen und Verwaltungsdirektors der Charité, Bernhard Spinola, 1836 bis 1900. Nach Capri führte auch die Hochzeitsreise des Paares sowie spätere Urlaubsfahrten. Hier ein Foto 16 Jahre später. Das Ehepaar bekam 6 Söhne, 2 davon wurden Mediziner. Ein Sohn, Bernhard, ist 1915 im Ersten Weltkrieg gefallen. 1901 wurde Emil Behring geadelt und erhielt 1901 auch den ersten Nobelpreis für Medizin vor seinem ehemaligen Institutsleiter Robert Koch und Paul Ehrlich. Diese erhielten ihre wohlverdienten Nobelpreise 1905 und 1908. Emil von Behring wurde unzufrieden in der Zusammenarbeit mit den Farbwerken Höchst AG und baute ab 1903 in Marburg am Schlossberg und ab 1913 im Ortsteil Marbach ein eigenes Werk auf mit Ländereien, Laboren und Pferdeherden zur Produktion von Antitoxinen und Impfstoffen. Das Unternehmen wuchs rasch und wurde 1914 in die Behringwerke GmbH umgewandelt. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 gewann die massenhaft ausgeweitete Produktion des Tetanus-Antitoxins enorme Bedeutung und rettete unzähligen Soldaten in den verdreckten Schützengräben das Leben. Die aktive und damit dauerhaft wirkende Schutzimpfung mit einem abgeschwächten Toxin folgte erst viel später ab 1930. Die Behring-Werke entwickelten und produzierten für das Heer auch Impfstoffe gegen Dysenterie, also Ruhr,
Gasbrand und Cholera. Emil von Behring wurde ab 1907 bis 1910 wegen Depressionen in München von namhaften Psychiatern behandelt. Er war ab Sommer 1916 dauerhaft krank und zog sich zurück. Die Porträts in den Altersjahren sowie dieses zeigen bei diesem Mann mit seinem großen Lebenswerk tiefe Traurigkeit. Am 31. März 1917 ist Emil von Behring mit 63 Jahren in Marburg gestorben. Er wurde im Behring-Mausoleum auf der Elsenhöhe nach seiner Frau benannt, beigesetzt mit Blick auf die Behring-Werke und das Schloss. Noch ein Wort zu seinen Ehrungen. Emil von Behring erhielt in seinem Leben neben der Erhebung in den Adelsstand und dem Nobelpreis für Medizin 1901 zahlreiche weitere deutsche und ausländische Orden und Ehrungen. Viele Schulen, Straßen und Kliniken, ein wichtiger Medizinpreis und weiteres ist nach ihm benannt, darunter auch ein Mondkrater und ein Asteroid. In Marburg erinnern ein Archiv, eine Bibliothek, eine Stiftung und ein Förderverein an ihn. Emil von Behring, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Emil von Behring ist der Begründer der passiven antitoxischen Impfung, der sogenannten Blutserumtherapie gegen Diphtherie und Tetanus. Er wurde genannt der Retter der Kinder und der Soldaten. Das Prinzip der Serumtherapie nach Behring ist folgendes: Ein fremdes Antigen, von Englisch Antibody Generating, Antikörper erzeugend, ist meist ein Eiweiß oder ein Glykoprotein auf der Membran von Bakterien oder Viren oder es wird von solchen Erregern produziert. Dieses körperfremde Antigen wird identifiziert, isoliert und gereinigt. Das Antigen wird in zunächst niedriger und dann in langsam ansteigender Dosis den Versuchstieren gespritzt. Der Verträglichkeitsgrundsatz ist Pferd vor Rind vor Hammel. Die Tiere sterben nicht bei diesen niedrigen Dosen, sondern bilden heterologe, also von einer fremden Spezies stammende Antikörper. Hier eine grafische Annäherung in der Animation, weil das Immunsystem dieses Antigen als fremd erkennt und eliminieren will. Antikörper sind Eiweiße, die von Immunzellen, und zwar Plasmazellen der B-Zellreihe, also von weißen Blutkörperchen, gebildet werden, wie wir jetzt wissen. Sie werden auch Immunglobuline genannt und passen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip genau zum Antigen und gehen mit diesem eine Bindung ein. Es entsteht ein Antigen-Antikörperkomplex, hier im Schema gezeigt. Ich verweise für Interessierte auf den vertiefenden Exkurs im nachfolgenden Kapitel 4b über Antikörper und Immunabwehr. Dem Spendertier wird später in verträglicher Weise Blut abgezapft, hier in den Behring-Werken im Bild, und daraus das Serum abgetrennt. Das Serum, von lateinisch Serum sanguinis, die Molke des Blutes, ist der flüssige Blutanteil ohne die korpuskulären Bestandteile, welche schwere Unverträglichkeitsreaktionen hervorrufen könnten, und ohne die Gerinnungsfaktoren, die zu Thrombosen führen würden. Aus heutiger Sicht überraschend ist, dass nach der Injektion der tierischen Heilseren, also von heterologen Seren, also nach der Gabe von fremden Eiweißen und Kohlenhydraten, nur wenige Nebenwirkungen auftraten. Es kam zu keinen gefährlichen, anaphylaktischen oder akut allergischen Komplikationen. Bei einigen Patienten trat die 1905 zuerst beschriebene Serumkrankheit auf. Dabei kam es von der Injektion ab bis etwa 14 Tage danach zu Fieber, Ausschlag, Gelenkschmerzen und Lymphknotenschwellungen, die fast alle ohne Behandlung wieder abklangen. Dieses Serum wird nun mehrfach gereinigt und einem Erkrankten injiziert oder infundiert. So können die bakteriellen Antigene durch die Antikörper entweder sofort neutralisiert werden oder aber die Erreger werden markiert, opsoniert, das bedeutet schmackhaft gemacht.
sodass sie für das eigene Immunsystem angreifbar sind. Hier wird das schematisch dargestellt. In einem anderen Weg des Immunsystems binden Antigen-Antikörperkomplexe, synonym auch Immunkomplexe, an weiße Blutkörperchen der zellulären Abwehr. Fresszellen, also Makrophagen, nehmen die Komplexe auf, zerkleinern diese enzymatisch und machen die Antigene unschädlich. Noch ein Wort zu den Erregern. Das Bakterium Corynebacterium diphtheriae produziert Diphtherietoxin als Exotoxin. Die ausschließlich humanpathogenen, also menschenkrankmachenden Bakterien, gelangen bei engem Kontakt durch Tröpfchen über Schleimhäute, Bindehäute und Wunden in unseren Körper, vermehren sich und bilden das Gift. Das Toxin gelangt über eine Bindung an die Zellmembranen in unsere Körperzellen und entfaltet sich im Zytoplasma. Es hemmt die Proteinbiosynthese, also die Neubildung von Eiweißen, in den infizierten Zellen und diese sterben unter Ausbildung von grau-weißen Pseudomembranen im Rachen ab. Wenn der Kehlkopf oder das Herz befallen werden, droht der Tod. Das Diphtherie-Antitoxin von Behring enthält neutralisierende Antikörper und verhindert bereits das Anheften und Eindringen des Toxins in die Zellen, hier im Schema gezeigt. Einen dauerhaften Schutz gegen die Krankheit Diphtherie oder auch echter Krupp genannt, bot erst später die Diphtherie-Toxoid-Impfung ab 1923 des französischen Tierarztes Gaston Ramon, 1886 bis 1963, hier im Bild. Das Toxin wird dabei durch Formalin unschädlich gemacht, behält aber seine immunstimulierenden Eigenschaften als Antigen. Das Bakterium Clostridium tetani verursacht die Krankheit Tetanus. Die leider sehr zutreffende deutsche Bezeichnung ist Wundstarrkrampf. Die Tetanusbakterien kommen überall im Erdreich vor und bilden Sporen, die jahrelang überdauern können. Besonders Wunden können schnell infiziert werden. Hier ein fatales Bild aus der frühen Zeit, bevor man es besser wusste. Für die verwundeten französischen Soldaten birgt ihr Lager aus Stroh eine große Gefahr der Ansteckung durch Tetanussporen. Tetanusbakterien erzeugen das Exotoxin Tetanospasmin, das zweitstärkste Nervengift. Dieses führt unbehandelt über schwere Muskelkrämpfe zum Tode. Das Tetanus-Antitoxin von Behring enthält hoch angereicherte polyklonale Antikörper, sogenanntes Hyperimmunglobulin. Sie neutralisieren sofort das Tetanusgift. Einen dauerhaften Schutz bot auch hier erst die Tetanus-Toxoid-Impfung, ein durch Formalin abgeschwächtes Tetanusgift des französischen Tierarztes Gaston Ramon ab 1924. Eine endgültige Reinigung des Tetanustoxins erfolgte sogar erst noch später, 1946 in Südafrika. Heute ist Tetanus noch immer ein Problem, da die Sporen ubiquitär im Erdboden vorkommen. Die WHO schätzte 2002 weltweit 180.000 tote Babys durch neonatale Tetanusinfektionen, also während des Geburtsvorganges. Hier eine Weltkarte mit der Häufigkeit von Tetanusinfektionen. Die Zahlen sind durch aktive und passive Impfungen, aber in allen Ländern rückläufig. Noch ein Wort zu den Behring-Werken. Emil von Behring gründete mit dem Geld des Nobelpreises eine Fabrik zur Herstellung von Impfstoffen in Marburg. Das Labor am Schloss wurde bald zu klein und so baute er im benachbarten Marbach mit Partnern ein Werk, in dem schließlich 3000 Arbeiter angestellt waren. 1929 übernahm der Konzern IG Farben aus Frankfurt die Behring-Werke. Während des Zweiten Weltkrieges wurden dort leider auch Zwangsarbeiter und sowjetische Kriegsgefangene beschäftigt. Die Nationalsozialisten haben also sogar die Werke dieses Wohltäters der Menschheit für einige Jahre zu einem Schandfleck degeneriert. Nach dem Kriegsende und der Auflösung der IG Farben wurden die Behring-Werke Teil der Höchst AG Frankfurt und produzierten weiter Impfstoffe und Blutderivate. Ab 1997 wurden die Höchstfabriken und auch die Behring-Werke
geteilt, fusioniert und teilweise verkauft. In Marburg entstand nun ein Biotechnologie-Industriepark hier im Bild mit verschiedenen Firmen. Es gab Wechselfälle mit Reduzierungen, Aufspaltungen, aber auch Neugründungen und Investitionen. 2020 übernahm die Mainzer Firma BioNTech einen Werksteil und stellt dort in großem Maßstab Corona-Impfstoffe her. Zum Abschluss dieses Kapitels sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Das bunte Kaleidoskop an Medizin und Naturwissenschaften möge unseren Horizont über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser Selbstbewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich, wie Emil von Behring, als geniale Forscher gezeigt und Millionen Menschenleben gerettet haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Für Interessierte verweise ich noch auf das folgende Kapitel 4b. Hier werden die Themen Antikörper und unsere Immunabwehr unabhängig von Behrings Biografie etwas vertieft. Wenn Ihnen diese Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement am Ende. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.